und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michael Plötz. Heute möchte ich mit euch über das Thema Molded Flights sprechen. Das sind vorgeformte Flights, die immer den perfekten 45-Grad-Winkel haben und auch halten sollen. Wie das Ganze in der Realität aussieht, wie stabil die Flights sind und wie sich das Flugverhalten je nach unterschiedlichem Flight so ändert, das schauen wir uns heute mal im Detail an. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Weiter geht's nach dem Intro. Los geht's! So ihr Lieben, dann präsentiere ich euch mal eben meinen kleinen Versuchsaufbau. Wie man sehen kann, habe ich zwei Sets Darts. Das ist jeweils ein Target Cult Dart. Auf der linken Seite den Target Cult 11. Das ist ein Soft Dart. Den habe ich jetzt mit Conversion Points bestückt. Und auf der rechten Seite haben wir den Cult SP03. So, was haben wir gemacht? Und zwar haben wir jetzt auf der linken Seite einmal einen nicht molded Flight, und zwar ist das ein Dimplex Flight von Daryl Gurney. Und wie man hier sehen kann, der hat natürlich keine 45 Grad, wie man das so schön bei den molded Flights hat. Die kann ich mir natürlich mal versuchen in die richtige Form zu bringen. Wird natürlich nicht lange halten. So ein Flight ist natürlich etwas stabiler, da der, ja, bisschen metallisch beschichtet ist. Ich kann gar nicht genau sagen, welches Material es ist. Dann haben wir den 8 Flight. Den habe ich auch schon mal eine gewisse Zeit gespielt, habe leider immer wieder das Problem gehabt, dass der mir hier unten oft gebrochen ist. Also im Ligaspiel, jetzt nicht in dem Test. Auch eigentlich ein ganz gutes Konzept, wenn sie etwas stabiler wären. Denn hier ist der Flight einfach zum Schrauben. Schauen, ob ich das hinkriege jetzt hier vor der Kamera. Funktioniert. Dann haben wir das Cosmo-System. In der Spinning-Variante hier. Das ist eigentlich das Coolste daran, finde ich, dass es einfach so zum Draufploppen ist, fertig und schon sitzt das Ganze. Vorteil an der Geschichte ist natürlich, wenn ihr engruppiert, kann der Flight immer noch abfliegen, ohne dass ihr dann da groß Deflections habt. Nachteil natürlich wie bei allen Flights, die abfallen können, ihr müsst sie dann wieder vom Boden aufsammeln und ja, kommt natürlich dann dadurch auch wieder aus der Konzentration raus. Hier haben wir meinen persönlichen Favoriten, das ist der Condor X. Das ist ein Shuff-Flight-System, ein kombiniertes. Hält wunderbar seine Form, auch nach langer, langer Zeit der Benutzung. Hier haben wir den L-Style Easy Flight. Wahrscheinlich wird er von euch da draußen so mit am meisten gespielt. Das Material ist nicht ganz so starr. Hier haben wir dann zu guter Letzt noch das Robson Flight System. Wir bringen die mal alle ans Board und danach gibt es dann ein Fazit von mir. So, für den Test spiele ich zwei Sätze Darts, komplett unterschiedlich bestückt, mit allen Molded Flights, die mir gerade so zur Verfügung stehen. Und ja, am Ende schauen wir mal, wie das Ganze sich so verhalten hat. Ich spiele jeweils 5 Aufnahmen mit dem Set und 5 Aufnahmen mit dem Set. Und danach gucken wir uns das Ganze mal an. Hundert.
100. Wenn das immer so gehen würde. 22. Zwei Aufnahmen. Was man auch hier deutlich sehen kann, ist, dass der Dart mit dem L-Style bei mir immer ein bisschen kopflastig reinkommt. Warum auch immer. Und noch eine Aufnahme. Und dann wechseln wir die Sets. Okay, dann wechseln wir mal auf das andere Set. Hier muss ich sagen, auf dem Set sind die Schäfte alle in Short gehalten. Also sollten die auch einen etwas anderen Winkel haben im Board. Und die letzte Aufnahme. 1,81. So, nachdem wir die guten Stücke jetzt mal ans Board gebracht haben, gibt es dann mal ein Fazit von mir. Fangen wir an mit dem Cosmo Shaft Flight System. Abnutzungserscheinungen. Also wie man hier sehen kann, ist der eigentlich noch recht ordentlich in Schuss. Das Material ist auch nicht das dickste. Dafür muss ich aber sagen, hat er seine Form ziemlich gut gehalten. Schauen wir mal, wie formstabil der ist, wenn man biegt. Oh, das ist schon ziemlich ordentlich, muss ich sagen. Und in sich hat er auch kaum eine Verformung. Dann schauen wir uns mal den 8 Flight an. Abnutzungserscheinungen, ähnlich auch wie bei dem Condor X oder wie bei fast allen transparenten Flights, hat man logischerweise hier diese Striemen drin, wenn die Darts enger gruppiert werden. Die Form hat er eigentlich, ja, ich weiß es nicht, hier ein an den Seiten hat er sich leicht verzogen. Schauen wir mal. Okay, also das ist gar nichts. Der kommt überhaupt nicht in seine Form zurück. Nee. Man bekommt ihn zwar zurückgebogen, aber da sollte er auch von alleine wieder hingehen. Also das hatte ich eigentlich etwas besser in Erinnerung. Gut, Abnutzungserscheinungen von dem Dimplex sind minimal vorhanden, logischerweise hier oben drauf. Das Material ist ja einfach auch das dünnste von allen Materialien, die halt hier im Test sind. Ansonsten hat das eigentlich ganz gut überstanden. So, kommen wir zum L-Style Easy Flight.
Der schaut eigentlich auch noch ganz in Ordnung aus. Hier oben auch ein paar Macken drin. Allerdings hat er sich hier, ähnlich wie der 8-Flight, so ein wenig verformt. Schauen wir mal, wie der zurückkommt in seine Form. Ja, das sieht gut aus. Also durchaus okay, wenn man bedenkt, dass das Material deutlich dünner ist als beispielsweise das von Cosmo 8-Flight, Robson oder entsprechend auch dem Condor. Der Robson Flight, der hat mit die meisten Abnutzungserscheinungen hier oben drauf. Wenn man bedenkt, dass sie in der Tat jetzt nur eine Woche gespielt worden sind. Wir haben schon deutliche Macken drin. Und hier auch diese Schlieren, die man auch sehr gut bei den Transparenten sehen kann. Von der Form her hat er sich auch leicht verformt. Schauen, ob ich ihn wieder in Form bringen kann. Und dann schauen wir mal, wie er in seine Form zurückkommt. Ja, da muss man schon so ein bisschen nachhelfen. Und schauen wir uns mal den Condor an. Ja, also ich denke mal, das ist eindeutig, dass der seine Form am besten behalten hat. Und auch hier oben drauf die geringsten Abnutzungserscheinungen hat. Logischerweise hier Streifen bekommen. Formstabilität. Okay, ich denke also, das spricht für sich. Mein klarer Favorit. Ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen, euren persönlichen Favoriten zu finden. Meiner ist nach wie vor das Condor X Shaft und Flight System. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so spielt. Und falls euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen hoch da lassen, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!